Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Isle of Rima. Wir spielen heute Neo, den kleinen Deinosuchus, auf der Karte Gateway. Und als allererstes müssen wir uns mal was zu fressen suchen. Ich hoffe einfach mal, dass es hier Fische gibt in dem Wasser, das wäre ganz praktisch. Wir sind irgendwo im Norden gespawnt, aber ich kenne mich halt auf der Karte noch gar nicht aus. Ich werde, glaube ich, einfach mal riechen. Das ist wahrscheinlich das Sinnvollste. Mal gucken, ob wir da was erschnuppern können. Es wird leider gleich auch schon Nacht. Und bis dahin wäre ich halt ganz gerne vollgefuttert. Da sind Knochen. Ansonsten rieche ich hier gar nichts. Das ist natürlich schlecht. Also ich hatte den Deinosuchus auf der Karte auch schon mal gespielt. Und das war sehr, sehr schwierig, was Futter anging. Ich glaube, ich bin dann auch irgendwann verhungert. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir hier irgendwo Fische finden. Wir können zwar auch zu dem Knochen gehen, aber das bringt uns halt keine Diät. Weil die Diät wäre halt schon nice, weil der Deinosuchus schon sehr lange braucht zum Wachsen. Müssen wir jetzt nur noch gefangen kriegen. Die sind halt sehr flink. Gott, das wird echt schwierig. Die erste schwierige Aufgabe für Neo. Was für Haken der schlägt. Frag mich, ob der schon blutet, ob ich den überhaupt schon erwischt habe. Kann nur hoffen, dass der gleich irgendwo hängen bleibt. Das ist ja richtig schlimm. Ach, ich habe ihn erwischt. Ach, Gott sei Dank. Okay. Hat zwar lange gedauert, aber wir haben es geschafft. Ich kann den, glaube ich, hier nicht vernünftig essen. Ich teste es gleich mal. Ich habe mir jetzt erstmal ein Stück rausgerissen. Ja, das ist auch die Diät. Wir sehen echt blutverschmiert jetzt aus. Ich glaube, so essen können wir den halt wirklich nicht. Das ist bitter. Das heißt, ich muss mir jetzt jedes Mal ein Stück da rausreißen und dann hochtauchen, weil unter Wasser essen kann ich das auch nicht. Natürlich nervig. Aber da muss ich jetzt durch. Kriegen wir schon hin. Ja, wir sehen schon sehr gruselig aus. Oh, jetzt kann ich ihn greifen. Oh, wie gut. Anscheinend sind wir gerade ein bisschen gewachsen. Das heißt, es wird gar nicht mehr so anstrengend hier mit dem Fressen. Die Frage ist halt jetzt, gehe ich auf die perfekte Diät oder fülle ich jetzt zweimal die beiden Felder da mit dem zwei Strichen hier auf? Ah, ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht, ob wir das S irgendwo finden. Also vermutlich ist das Sinnvollste, jetzt einfach sich voll zu futtern und dann die Nacht einfach zu chillen. Gehen wir mal schnell an Land. Und der wird halt auch noch nicht reichen. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen. Da vorne ist auch so eine Staumauer. Ich weiß halt gar nicht, wie die Wasserverbindungen hier sind. Vielleicht muss ich mir gleich mal die Map angucken bei Google, dass ich zumindest ein bisschen einen Überblick habe. Ich habe ja gar keine Orientierung. Was ist das jetzt schon? Er hört einfach auf zu fressen. Okay. Irgendwie kann ich nicht weiter essen. Das heißt, ich muss jetzt wieder den nächsten fangen. Obwohl der noch da ist. Oh, das ist ja echt mühselig. Mal gucken, ob wir jetzt von dem hier mehr essen können. Oh, da schreit ein kleiner Kano, glaube ich.
Den können wir gar nicht essen. Was ist das denn? Also irgendwas stimmt hier nicht. Ich weiß nicht, ob ich die vielleicht nicht ans Land bringen darf oder so. Keine Ahnung. Ich glaube aber auch nicht, dass ich die schon im Ganzen schlucken kann, muss ich sagen. Ah, jetzt kann ich ihn essen. Nee, ich kann ihn in den Mund nehmen. Hä? Ich kann die nicht essen. Ach, guck mal, da vorne ist ein Cerato. Soll ich mal mit dem spielen ein bisschen? Ich meine, Beute wird er nicht. Ich glaube, der will sich den Kanu holen. Sieht zumindest so aus. Na, ja, der sprintet hier auf jeden Fall ums Ufer. Ja, ich muss mich aber jetzt um diese komischen Fische weiterhin kümmern. Da vorne ist schon der nächste. Ich werde den jetzt auf jeden Fall mal versuchen, im Wasser zu essen. Das scheint zu funktionieren, Gott sei Dank. Wie cool die Augen auch leuchten in der Nacht. Aber wieder nur ein Bissen. Und der Fisch ist auch noch da. Keine Ahnung, woran das liegt. Gucken wir aber direkt den nächsten. Und dann haben wir zumindest das eine Diät-Ding jetzt voll. Bin froh, wenn ich damit durch bin. Yes, wir haben die Diät voll. Gott sei Dank. Ach, guck mal, jetzt kann er doch weiter essen. Ja, das verstehe ich nicht. Na, dann machen wir aber die andere Diät auch noch voll. Okay, der Fisch war jetzt mal nicht verbuggt. Ja gut, jetzt habe ich wieder Motivation, weil das andere Zeichen auch fast voll ist. Dann fange ich mal noch weiter Fische. Ja, jetzt hat es auf einmal komplett reibungslos funktioniert. Naja, jetzt ist die Diät okay. Jetzt haben wir 30% Wachstumsrate. Ich denke, das ist ganz gut für die Nacht. Ah, die Sonne geht endlich wieder auf. Und wir werden jetzt hier diesen See verlassen. Aber erstmal gönnen wir uns noch Frühstück. Falls es denn klappen sollte. So, jetzt sind die Striche wieder voll. Und wir wandern jetzt hinter diese Staumauer. Denn dort kommt ein Fluss und den folgen wir dann erstmal ein ganzes Stück. Ich habe nämlich schon ein Ziel, wo ich hin möchte. Ich habe mittlerweile nämlich auf dem zweiten Monitor eine Karte geöffnet, damit ich auch mal ein bisschen Orientierung auf der Map habe. Aber wir schwimmen jetzt erstmal hier den Fluss ein ganzes Stück entlang. Schön Richtung Sonne. Also irgendwie kann ich hier nicht vernünftig schwimmen an der Oberfläche. Das backt irgendwie ganz schön rum. Und vielleicht sollte ich dann doch ein bisschen abtauchen. Problem ist halt, ich habe nicht unendlich Luft. Komme ich gar nicht mehr weg. Ich glaube, ich muss mal kurz an Land gehen. Oh, den Bug kannte ich auch noch nicht. Ist auf jeden Fall ein bisschen nervig. Oh mein Gott! Was zur Hölle? Einfach so aus dem Nichts. Ja super, jetzt müssen wir neu anfangen. Ah, jetzt sind wir wieder ganz winzig.
Ach, wie ärgerlich. Da sind wir einfach durch so eine doofe Stelle unter Wasser gestorben. Oh Gott. Okay, wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Den See hier kenne ich tatsächlich auch schon. Also hier ist es nicht ganz so schlimm mit dem Wasser. Dann scheint dieser Spawn hier auf jeden Fall besser zu sein. Aber wir müssen jetzt halt auch erstmal wieder Fische fangen. Und dann zumindest eine Diät vollfressen. Und dann werde ich aber weiter schwimmen. Weil zu dem See, wo ich gerne hin möchte, dort kommt man halt nur über Land hin. Und das ist sogar besser, wenn wir noch klein sind, weil an Land sind wir als kleiner Dino viel, viel schneller. Wir müssen jetzt nur die richtige Richtung laufen. Aber ich denke, das kommt schon ganz gut hin. Hier, wenn wir hier lang gehen. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ist jetzt ein ganzes Stück. Ich hoffe, wir verdursten nicht. Auch wenn es regnet, kann man trotzdem halt schnell verdursten. Es ist gerade sehr, sehr nebelig schon wieder. Das ist aber echt gut für uns. Weil dann werden wir nicht so leicht gesehen. Aber wir haben halt wirklich noch ein sehr langes Stück vor uns. Und ich kann halt auch nicht immer so viel sprinten, weil während des Gehens, also wenn ich so gehe, regeneriert halt die Ausdauer nicht. Das ist halt ein bisschen blöd. Ich muss dann halt wirklich Pause machen und mich hinlegen. Und ich will halt noch ein bisschen Sprintpower behalten, wenn ich dann angegriffen werde. Deswegen werde ich versuchen, meine Ausdauer nicht mehr als das hier zu verbrauchen. Also immer, wenn das da so links und rechts bei diesen Krallen bei der Pfote unten rechts ankommt, dann will ich nicht weiter sprinten. Ich rieche auch leider kein Wasser vor uns. Also wenn der See jetzt nicht an dieser Stelle ist, haben wir ein Problem. Aber ich muss jetzt mal ein bisschen sprinten. Unser Wasser ist super weit unten. Dann müssen wir die Ausdauer halt mal verbrauchen. Problem ist halt auch, je mehr Ausdauer man verbraucht, desto länger braucht man zum Regenerieren am Ende. Aber wir verdursten jetzt schon. Also wir müssen jetzt durchziehen. Der muss halt irgendwo Richtung Süden sein, der See. Komm schon bitte. Oh, da ist das Wasser. Okay. Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Aber wirklich gerade so. Und das ist hier halt der See, wo ich hin wollte. Das wird jetzt unser Territorium werden. Der hat keine Wasseranbindung, das heißt, wir sind jetzt hier auch ein bisschen gefangen. Aber ich glaube, der See ist sehr belebt. Also ich glaube, es ist ein guter Ort, um als Krokodor hier zu leben. Aber habt ihr gesehen, es ist auch schwierig, hierher zu kommen. Ja, kleine Fische gibt es hier en masse. Das heißt, da kann ich mich dann auch easy vollfuttern. Ich werde mir noch einen zweiten gönnen. Und dann werden wir aber versuchen, die Diäten aufzufüllen. Wir müssen ja auch irgendwann mal wieder wachsen. Oder vorne jagt irgendwas im Hintergrund. Cerato, glaube ich. Der kämpft da gegen Raptoren. Guck mal, vielleicht können wir da auch irgendwas abstauben. Wir haben auf jeden Fall die zwei Striche voll. Jetzt brauchen wir noch S als nächstes. Vorne trinkt gleich was Kleineres. Weiß gar nicht, ob wir sowas ins Wasser ziehen können. Wahrscheinlich nicht. Werde es trotzdem ausprobieren. Das hat nicht geklappt. Aber mein Krok hat irgendwie komische Bewegungen gemacht. Ja, jetzt schnappt er. Hey, irgendwie hat er gerade nicht geschnappt zweimal. Kann auch sein, dass er verbuggt war oder so. Aber ich glaube, den Raptor hätten wir eh nicht ins Wasser ziehen können. Aber ich glaube, es war die richtige Entscheidung, hier zu diesem wunderschönen See zu gehen. Hier ist halt jetzt schon super viel los.
shit, wir haben ja auf jeden Fall einen anderen großen Dino auch noch in dem See. Das heißt, wir sind hier nicht allein und es ist nicht unser Territorium. Aber ja, irgendwie klar. Oh, er ist abgetaucht. Das ist auch ein kleiner Dino da noch, oder was ist das? Irgendwas lebt hier vorne. Der große Dino kommt. Na toll. Voll so aus, als wenn der uns fressen will. Wir gehen mal lieber an Land. An Land sind wir schneller. Oh, da ist auch noch ein Dino. Ja, der See ist halt super beliebt, glaube ich, bei den Dinos. Das ist echt ein Problem. Ja, ich bin ja gerade ganz gut am Start. Also ich kann mal kurz chillen. Und dann gehen wir einfach irgendwann wieder ins Wasser. Wir sind ja auch gut getarnt im Busch. Ich versuche mal schön tief zu schwimmen, damit er mich nicht sieht und mich da mal ein bisschen ranzupirschen. Das Gute ist, die Seen hier sind super, super tief. Und da werden die, glaube ich, nicht hingucken, wenn ich hier ganz unten am Grund schwimme. Ja, das ist halt jetzt echt doof, ne? Genau da, wo die sind, ist halt das ganze Futter. Aber eigentlich haben die genug Futter. Soll ich es probieren? Meint ihr, die fressen mich? Es wäre halt so viel chilliger, wenn ich mit denen cool wäre. Schreibt mal. Mal gucken, ob die antworten. Dann gehe ich mal hin. Oh, er hat, glaube ich, was gefangen gerade. Vielleicht kann ich da ein bisschen was absnacken. Yes. Oh, Raptoren, komm. Das ist süß, dass der sich um mich kümmert. Der Raptor kommt. Okay, es war die richtige Entscheidung. Nein, warum meint? Das ist genau der Grund, warum ich keinen Bock auf andere Dinos habe. Ach man, ey. Ja. Dino-Spieler, was soll man dazu sagen? Man kann niemanden vertrauen von denen. Ich bin in einem Baum gespawnt. Was soll das denn? Ich glaube, hier komme ich nicht raus. Ey, das ist doch jetzt wohl nicht wahr, oder? Ey, bitte nicht. Sag nicht, ich muss jetzt hier wieder warten, bis ich verhungere. Oder komme ich hier irgendwie raus? Ich bin einfach in den Baum Oh, ich bin raus. Ach, oh, Gott sei Dank. Okay. Mann, 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 Mann. Das lasse ich natürlich nicht auf mir sitzen. Wir sprinten wieder zu dem Gewässer. Und dann muss ich irgendwie zusehen, dass ich dort wieder heranwachse. Und dann muss ich die töten, wenn die dann noch da sind. Das wird eine schwierige Aufgabe. Ja, die Ausdauer reicht. Gerade so.
Ich muss leider wieder Luft schnappen. Ah, da vorne schwimmt der Dino, der andere, der große. Mal hinter wieder hinter diesen Baumstamm. Ich hoffe, der sieht das nicht. Wird halt auch immer größer mittlerweile. Macht es auch nicht leichter, sich zu verstecken. Was haben wir denn da hinterm Ohr? Ach, das ist unsere Farbe, die rauskommt. Ich dachte, wir haben zwei Augen. Das ist ja süß. Schon mal so ein ganz bisschen kommt die raus. Ja, ich schnapp jetzt wieder Luft und dann gehe ich wieder da unten in die Höhle. Oder unter diesen Felsen. Da finden die mich eigentlich nicht. Das ist aktuell meine Taktik. Schön versteckt bleiben. Untertauchen, dort wachsen, ab und zu Luft schnappen. Ab und zu was fressen. Oh, ich glaube, er kommt rüber. Oh nein, das ist schlecht. Wir müssen an Land. Ausgerechnet jetzt, wo ich schon ungefähr die Hälfte mit dem Deinosuchus gewachsen war, wurde die Isle Ephrima gepatcht und ich spiele jetzt nicht mehr im Stresstest, denn man kann jetzt Gateway mit dem normalen die Isle Ephrima spielen. Also es wurde jetzt geupdatet, dass es offiziell draußen ist. Oh, und meine Ausdauer hat genau bis hier gereicht. Perfekt. Ich bin jetzt wieder an dem See, wo ich hin wollte. Ein Vorteil hat das Ganze allerdings, denn jetzt ist wenigstens das Kannibalenkrokodil nicht mehr hier. Aber ich glaube dennoch, dass hier andere Dinos sind, die uns das Leben zur Hölle machen werden. Weil dieser See ist einfach so beliebt. Ach stimmt, es gibt jetzt auch den Pteranodon im Spiel, also hier auf der Karte. Den konnte man vorher auch gar nicht spielen. Ach, das ist ja cool. Ach, wie schön. Ja, der versucht da gerade zu angeln. Vielleicht kann ich den ja ins Wasser ziehen. Oh, da schwimmt ein anderer Dino. Ich will gar nicht ausprobieren, ob der friendly ist. Oh, da ist noch ein Dino. Der ist aber auch klein. Ich weiß halt nicht, ob ich mich mit den anfreunden soll. Ja, der Große macht mir Sorge. Der kommt auch hier rüber geschwommen. Den tauche ich mal erstmal ab. Irgendwo hier an Land ist das, glaube ich. Versuchen mal, ob ich das finde. Oh, hier ist direkt ein Dino. Ein anderer. Chillt hier auf keinem Busch. Der tut uns nichts. Hat uns eingeladen in die Gruppe, das ist gut. Okay. Okay, er überlässt uns den Fisch. Ah, der will auch nicht da am See bleiben. Der will auch erstmal in Ruhe wachsen. Ich glaube, dieser See ist wirklich schlimm. Boah, das füllt ja richtig den Magen, aber ich brauche eigentlich noch die andere Diät. Oh, da ist was ins Wasser gejumpt. Er hat ihn. Aber das ist leider auch diese Diät. Ah, eventuell könnten wir uns die Organe snacken. Kann man da überhaupt die Organe rausholen? Ich glaube ja. Also wir brauchen jetzt den Darm.
Dann hätten wir die zwei Striche. Das ist der Darm. Perfekt. Sehr schön. Oh, ein wunderschöner Regenbogenhawk. Das ist so romantisch mit dir. Ich hoffe wirklich, dass du friedlich bist. Der andere hat ja auch erst auf freundlich getan und hat mich dann gesnackt. Und da kommt ein großer Dino. Vertraue dem nicht. Also ich gehe auf jeden Fall an Land. Steck mich mal kurz hier im Busch. Müssen wir auf den Namen von Hawk achten. Der stirbt. Guck mal, der bleibt im Wasser. Der ist echt mutig. Der hat noch mehr Vertrauen. Aber wir müssen jetzt leider wieder was trinken. Das heißt, wir müssen wieder ins Wasser. Ich hoffe, das große Crocs nicht mehr da. Ich sprint einfach mal in das Wasser rein. Tauch ab. Oh nein. Das war so klar. Wir müssen wegsprinten. Über Land. Oh Gott. Da hat es echt noch gelungert. Wir wollten schnell was trinken. Ich habe auch ein bisschen was getrunken zum Glück. Er schreibt sorry. Didn't want to. Glaubt dem kein Wort. Muss wieder ins Wasser hier vorne. Bevor jetzt irgendwas vom Land kommt und mich tötet. Es geht schon wieder gut los. Tauch jetzt erstmal ab in die Tiefen. Oh, hier vorne ist Food. Das ist sehr gut. Ich brauche halt wirklich dringend was. Das ist leider auch nur ein anderes kleines Croc, ne? Egal, alles mitnehmen. Aber mich groß sättigen wird es nicht. Weil ich brauche mittlerweile, glaube ich, echt viel Essen. Und ich habe so viel Konkurrenz in diesem See. Das ist echt sehr anstrengend. Meine Diäten gehen halt bald zur Neige, also wir bräuchten eigentlich mal größere Beute. Aber ich kann halt niemandem vertrauen da in diesem See. Also diese Crocs sind alles gefühlt Kannibalen. Guck mal, das hier ist ein kleines Croc, das greife ich natürlich nicht an. Noch nicht. Also wenn ich noch hungriger werde, dann auf jeden Fall. Aber jetzt aktuell geht's ja noch. Oh, wieder ein großes Croc. Hat auch was gefangen. Ein Kano, glaube ich. Da würde ich ja gerne mitsnacken, aber ich kann den halt überhaupt nicht vertrauen. Ich habe ja auch schon total die Futterprobleme. Und die brauchen ja noch mehr Food. Also das heißt, die würden mich wahrscheinlich auch verspeisen. Und Konkurrenz wollen sie natürlich ja auch nicht in dem See haben. Kann ich auch verstehen. Der ist halt auch nicht allein. Also sein Mate ist auch irgendwo da vorne, wo er gerade hinschwimmt. Den habe ich auch schon gesehen. Und zwei ausgewachsene Crocs. Das ist nicht schön. Aber ich hole mir schnell den Fisch hier. Die gehen da hinten auch an Land. Das ist gut. Ja, mittlerweile ist halt auch meine Taktik, dass ich irgendwie gefühlt immer abwechselnd am Ufer chille oder am Grund des Sees. Weil das ist am entspanntesten. Aber da vorne ist auch ein anderes Croc am Ufer, sehe ich gerade.
helfe ihm mal. Vielleicht hilft das ja. Oh, hier ist direkt was neben mir. Ein Raptor. Den haben wir. Den werde ich mir jetzt einverleiben. Die Diät ist mir egal, also die Organe hole ich jetzt nicht raus. Das wäre zu zeitintensiv. Sein Kumpel ist da auch noch. Ich habe halt nicht so viel Ausdauer. Wir müssen gleich wieder ins Wasser. Wieso kann ich den denn jetzt nicht essen hier? Kann ich halt nicht richtig aufnehmen. Oh Mann, ey. Das ist nervig. Wieso kann ich den denn jetzt nicht aufnehmen und essen? Ach Gott. Das gibt es doch nicht. Ich hätte ihn gar nicht fallen lassen sollen. Ich hätte direkt ins Wasser gehen sollen. Aber ich dachte, ich kann ihn schnell essen. Ich wusste ja nicht, dass das hier wieder so ein Struggle ist. Oh, die anderen beiden Crocs kommen auch. Na toll. Das hat jetzt einfach zu lange gedauert. Jetzt schnappen die mir mein Essen weg. Aber jetzt kann ich die Zeit wenigstens nutzen und ins Wasser wieder gehen. Und habe keine Gefahr vor denen. Also so schlecht war es jetzt auch nicht. Aber es ärgert mich trotzdem, dass ich es gerade wieder nicht looten konnte oder aufnehmen konnte. Na, was will man machen? Die würden mich halt safe fressen, weil die einfach so hungrig sind. Also die können halt gar nichts machen. Die müssen essen, was sie kriegen können. Das ist halt schon doof. Deswegen muss ich super vorsichtig einfach sein. Aber ich gehe jetzt in den See, schwimme wieder an den Grund, lade erstmal wieder mein Wasser auf und dann gehe ich wieder an Land irgendwo. Ich muss die halt meiden, die beiden. Oh, der andere ist kleiner. Meint ihr, den kann ich reinziehen? Sieht auch schon so groß aus, oder? Aber den kann ich auch nicht reinziehen. Der wird auch von seinem Mate verteidigt. Ich meine, ich könnte ihn jetzt attacken. Wenn er drin schwimmt, kann er sich nicht verteidigen gegen mich. Was bringt mir halt nichts. Ich glaube, ich mache nicht genug Schaden, um den down zu machen. Wenn der Kleine reinfällt, das würde gehen. Ich frage mich bei dem, ob ich den reinziehen kann. Ich glaube es aber nicht. 6,6 Tonnen. Ich kann 3,3 Tonnen reinziehen. Das ist schwierig. Der Terrano dann ist halt auch nicht worth it. Nicht, wenn da die Stacheln im Weg sind. Schade, schade. Nee, das riskiere ich nicht. Wäre es ein bisschen was Größeres als ein Terrano, dann hätte ich jetzt zugeschlagen. Aber da ist halt auch nichts dran. Es wird halt wie so ein Fisch sein. Das lohnt sich einfach nicht. Oh, als ob der es wusste. Der hat mich einfach gesehen. Aua. Okay, krass. Hat er meine leuchtenden Augen gesehen? Das kann sein. Ich hätte jetzt gedacht, das Wasser ist trüb genug. Ah, wie schön. Die Sonne geht wieder auf. Aber jetzt guckt mal, man kann einen hier in dem Wasser sehen. Das Wasser ist relativ klar. Das heißt, ich kann nicht so lungern direkt vor denen. Dann erkennen die mich. Und ich glaube, wenn ich Nachtsicht anhabe, dann sehen die auch die Augen. Also wenn die Nachtsicht anhaben, sehen die auch meine Augen leuchten. Das heißt, ich muss da echt vorsichtiger sein. Ich muss dann wahrscheinlich ein bisschen mehr auf Abstand bleiben. Dass ich irgendwie so mache, dass ich von hier beobachte und dann ganz schnell hinschwimme. Das ist echt gut zu wissen. Habe ich ja gerade draus gelernt, durch den Schweifi von dem Stego. Oh, da trinkt ein Terrano dann.
Den haben wir. Ist halt wieder nur ein Snack, ne? Aber besser als nix. Ach, wie cool das schon wieder aussieht mit dem Hintergrund. Diese Berge hier sind wunderschön. Dem Hübsi dabei, das lohnt sich nicht. Kann ich mal auf dicke Hose machen, würde ich sagen. Ah, das ist keine potenzielle Beute. Aber ich glaube, von der Körpergröße könnte ich den kleineren Stego wirklich ins Wasser ziehen. Bin mir aber halt echt nicht sicher. Das wäre, glaube ich, eine sehr knappe Geschichte. Bin halt fast ganz ausgewachsen mittlerweile. 94% haben wir schon. 7,6 Tonnen. Das sieht nicht schlecht aus. Das ist ein Galli. Ah, schade. Ach, wie schnell der ist. Wahnsinn. Die anderen sind da Pteranodons. Die sind nicht so interessant. Vielleicht kommt der Galia gleich nochmal ins Wasser. Oder legt sich da vorne hin? Unter dem Baumstamm. Schön geschützt vom Regen. Meint ihr, wir schaffen das mit einem kurzen Sprint? Ja, schaffen wir. Da vorne kommen Kanus. Aber die sind auch relativ klein. Ich will den Tenno eigentlich haben. Ich schwimme mal hin. Bin ja relativ groß. Wir fressen den auf. Muss ja auch mal die Beute klauen, ne? So ist es halt. Kann froh sein, dass ich ihn leben lasse. Was willst du, du kleine Racke, haben? Oha, wie frech der ist. Meint ihr, ich kann ihn erwischen? Nee, leider nicht. Wir sind übrigens mittlerweile zu 100% ausgewachsen. Wir haben es geschafft. Es hat echt lange gedauert und viele Anläufe hat es gebraucht. Aber wir sind jetzt der König von dem See hier. Bis dann andere Dinos kommen und uns töten. Ja, die Sonne geht jetzt so langsam unter und deswegen soll es das jetzt auch mit dem heutigen Video gewesen sein. Falls es euch gefallen haben sollte, dann lasst gerne ein Like da. Und falls ihr mehr von dem Dinosuchus Neo sehen wollt, dann schreibt jetzt einmal Hashtag Neo in die Kommentare. Und dann werde ich auf jeden Fall noch eine weitere Folge aufnehmen. Jetzt sind wir auch schon zu 100% ausgewachsen, was ja ganz cool ist. Dann können wir nächstes Mal direkt auf die Jagd gehen. Schreibt ansonsten auch gerne mal in die Kommentare, welchen dieser Dinosaurier ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.